Sie gehört zu den teuersten Abo-Boxen, erscheint allerdings auch nur vierteljährlich und ist zumeist ein Garant dafür, einen tollen Inhalt zu haben. Die Luxury Box, zweites Quartal 2024. Wir schauen rein. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Liebe Zuschauer aus meiner Community, ich freue mich insbesondere, dass auch ihr heute wieder mit dabei seid. Ab 49,95 ist die Luxury Box zu haben und sie beinhaltet zumeist Beauty der höheren Klasse. Die Luxury Box hat mir bisher durchweg immer gut gefallen, bis auf eine Ausgabe, die einer bestimmten Marke ausschließlich gewidmet war. Die Box habe ich komplett, wie sie war, weitergegeben. Ich bin gespannt, was uns diese Box zu bieten hat. Ich finde, hebt sich die Luxury Box von anderen Monatsboxen deutlich ab. Sehr viel edler kommt sie daher, auch mit diesem schönen Seidenpapier. Ich öffne einmal das Papier bzw. den Kleber. Und bei der Luxury Box haben wir auch noch ein Heft dabei. Das ist schön, das hatte ich gar nicht so in Erinnerung. Da können wir dann nachlesen in Ruhe. Ich finde es immer toll, wenn man so eine Bebilderung hat und von der Haptik auch sehr schön, wenn man was in den Händen hält, um zu lesen. Das legen wir jetzt erst einmal beiseite und schauen uns die Produkte an. Als erstes sehe ich schon an der Tube, Matte Maski ist vertreten. Ein Vitamin A-Booster, Blue Clay Mask, eine Gesichtsmaske, Pore Refining, Smoothing, Firming, Tightening und Brightening. 60 Milliliter sind enthalten auf Englisch und Französisch. Die Beschreibung, dann schaue ich direkt ins Heft hinein. Da steht geschrieben, mit einer von zwei Masken von Matte Maski steht reiner Haut nichts mehr im Weg. Freue dich entweder auf die Sleep Repair Renewal Nourishing Mask, die deine Haut über Nacht mit wertvollen Inhaltsstoffen wie Rosenwasser, Shea Butter oder Aprikosenkernöl pflegt und repariert. Oder du erhältst die Vitamin A Booster Blue Clay Mask, die mit einer Mischung aus Blumen, Früchten und Tonerde die Poren verfeinert und deine Haut mit einer hohen Dosis an natürlichem Vitamin A versorgt. Und das Vitamin A ist nichts anderes als Retinol, in welcher Form es auch hier in dieser Maske enthalten ist. Darum ist immer zu empfehlen, am nächsten Tag einen guten Sonnenschutz aufzutragen. Ob Retinol, ich weiß jetzt nicht, in welcher Konsistenz es in der Maske ist, für diese Jahreszeit noch so passend ist, lasse ich dahingestellt. Aber man kann es natürlich immer benutzen, wie gesagt, wenn man einen guten Sonnenschutz verwendet. Das wäre jetzt das erste Produkt in der Box. Wir machen weiter mit etwas von Kaloderma. Kaviar Plus Kollagen Antifalten Tagescreme. Das finde ich schön, dass eine Tagescreme dabei ist. Hyaluronsäure, Algenaktivkomplex, Protektiv und Aquavital Booster. Schützt, glättet und strafft. Das ist eine Full-Size, 50 Milliliter haben wir hier. Versprochen wird eine straffere Haut in nur 4 Wochen. Lichtschutzfaktor war dabei, habe ich gesehen, von 15. Wäre mir jetzt nicht ausreichend. Es steht im Heft dazu geschrieben, die verwöhnende Anti-Aging-Creme spendet regenerierende Feuchtigkeit, sorgt für eine geschützte, ebenmäßige und gefestigte Haut voller Leuchtkraft und kann in nur 28 Tagen die Spannkraft deiner Haut verbessern. Da gibt es jetzt 2 Sternchen dran. Instrumentelle Messung bei, Achtung, jetzt die Probandengruppe, 20 Probandinnen nach der täglichen Anwendung der Tagescreme auf Gesicht und Hals nach 28 Tagen. Ja, diese Studien absolut nicht aussagekräftig. Das muss man im Hinterkopf behalten. Diese 20 Probandinnen haben jetzt dazu gedient, dass man da eine Werbeaussage machen kann zu dem Produkt. Wir schauen mal in die Tagescreme rein. 39 Euro habe ich gelesen, soll sie kosten. Und es gibt auch einen Rabattcode, wenn man sich die gerne nachkaufen möchte. Die stand irgendwo mit im Heft dabei. Jetzt öffne ich aber erst einmal die Tagescreme. Und zwar gilt dieser Rabattcode auch noch für ein zweites Produkt, das scheinbar hier mit in der Box ist. Das finde ich schön, dass von einer
Pflegelinie zwei Dinge enthalten sind. In einem hübschen, luxuriös wirkenden Tiegel haben wir diese Creme. Das ist ein Glastiegel, goldfarben. Wenn wir das aufdrehen, haben wir keinen Deckel mehr da drauf oder steckt der noch hier oben drin? Ich vermute, der steckt hier oben, oder? Ich kann es nicht sagen. Ich schnupper mal kurz. Doch, da ist er. Ja, er steckt. Er ist mir gerade entgegengekommen. Damit kann man das dann nochmal schützen. Das hat eine angenehme Beduftung, schön wie Tagescreme. Das ist jetzt nicht irgendwie extrem beduftet, als dass es stören würde. Fühlt sich sehr reichhaltig an, sehr angenehm und zieht auch wirklich gut ein. Ja, hat einen schönen Duft, schönen, angenehmen Kosmetikduft. Und so nochmal ein Blick auf die Creme. Sie macht einen guten Eindruck so auf den ersten Blick. Muss man dann mal ausprobieren, wie die Haut sie verträgt und annimmt. Gefällt mir auch sehr gut, dass hier eine Tagescreme dabei ist. Jetzt versuche ich mal, das zweite Produkt von Caloderma aus der Reihe zu finden. Wenn wir schon dabei sind, ja, da haben wir es. Auch Caviar Plus Kollagen, ein Antipigmentflecken-Fluid-Elixier, eine Spezialpflege, Hyaluronsäure, Regenbogenalgen, Aktivkomplex, und auch der Aqua Vital Booster soll Pigmentflecken mildern und ein ebenmäßiges Hautbild verleihen. Und auch da schauen wir mal, was dazu im Heft steht. Das Antipigmentflecken-Fluid-Elixier basiert auf der powervollen Wirkstofftechnologie, die an der Wurzel der Hyperpigmentierung greift und Pigment- und Altersflecken reduziert. Da gibt es jetzt 3 Sternchen. Für einen langfristig verschönerten Hautton. Die Sternchen. Instrumentelle Messung bei 20% Probandinnen nach der täglichen Anwendung des Fluid-Elixiers auf Gesicht und Hals nach 15 Minuten, 28 Tagen und 56 Tagen. Anwendung täglich morgens und abends vor ihrer Caviar Plus Kollagen-Pflegeroutine direkt auf die betroffenen Hautstellen im Gesicht auftragen und vollständig einziehen lassen. Direkten Augenkontakt vermeiden. Dann gibt es noch einen speziellen Applikator, der ein zielgenaues Auftragen ermöglicht. Den schauen wir uns jetzt auch noch mal an. Jetzt steht leider nicht genau dabei, womit die Pigmentflecken reduziert werden. Wir haben 15 Milliliter, 29 Euro kostet das Ganze. Jetzt haben wir eine Gesichtscreme, eine Tagescreme und ein Elixier, die beide schon zusammen 70 Euro kosten. Das heißt, damit haben wir die Box schon gut raus vom Preis her. Und ich finde es toll, dass das Full Sizes sind. Ja, das sieht auch sehr elegant aus. Und hier oben haben wir tatsächlich einen ganz spannenden Applikator. Ich vermute mal, dass man hier unten drauf drückt, damit was rauskommt. Wollen wir das mal probieren? Ja, hier oben drauf drücken. Ja, das hört sich so an, als wenn er jetzt was gezogen hat. Und da sieht man auch schön, wie das Elixier heraustropft. Interessante Applikationsweise. Da hatte ich jetzt aber die Gesichtscreme, dann nehmen wir mal die andere Seite. Das ist ein Fluid, ja, das ist sehr viel dünner, erinnert an eine Essenz durchaus. Und man sieht, wie die Hand strahlt, da ist viel Feuchtigkeit mit drin. Die gleiche Beduftung wie die Tagescreme auch. Und dieses Elixier sitzt ein bisschen länger auf der Haut. Aber es macht einen sehr pflegenden Eindruck. Das kann ich mir wirklich sehr schön als Pflege vorstellen. So der erste Eindruck. Ist ein guter. Jetzt habe ich zugemacht und gleichzeitig unten drauf gedrückt. Das sollte man nicht. Jetzt habe ich das in der Kappe. Ich bin jetzt hier gerade mal auf der Seite von Caloderma und die haben tatsächlich noch weitere Informationen zu der Studie, die man sich anschauen kann. Das finde ich natürlich klasse gemacht. Und zwar wurde die Studie durchgeführt durch Dermatest und da ist die Sprache von 40 Probandinnen ab einem Alter von 50. Also die Zielgruppe dieser Pflegeprodukte sind Kundinnen mit reifer Haut. Dann wird kurz beschrieben, wofür dieses Dermatest-Siegel steht, also ein unabhängiges Institut. Ich habe schon davon gehört, ich kann es aber nicht bewerten jetzt. Ich teile euch nur kurz mit, was hier steht. Und da wird geschaut, ob unerwünschte Hautreaktionen auf diese Pflege irgendwie auftritt. Anscheinend hat es keine negativen Hautreaktionen hervorgerufen. Darum gab es dann den Dermatest-Siegel. Damit wird gar nicht geworben hier drauf, so wie ich das sehe. Testurteil war von Dermatest dann sehr gut. Zumindest muss man sehr positiv
positiv hervorheben, dass eine Studie durchgeführt wurde und dass die Ergebnisse auch einsehbar sind, respektive weitere Informationen auf der Homepage zur Verfügung gestellt werden. Ja, ist auch sehr schön beschrieben. Ganz kurz mal eine Zeile zitiert. Altersflecken sind Pigmentstörungen der Haut. Melanin ist ein natürliches Pigment, ein körpereigener Farbstoff, der in den Hautzellen gebildet werden kann. Im Alter verdickt die Oberhaut unregelmäßig und lagert mehr Hautfarbstoff ein. Gleichzeitig ist die ältere Haut immer weniger in der Lage, das Melanin wieder abzubauen. Altersflecken sind nicht gefährlich, werden aber doch von den meisten als sehr unästhetisch empfunden. Den Link setze ich euch mal unten in die Videobeschreibung, wenn ihr da noch mal ein bisschen weiterlesen wollt. Ich finde das sehr schön gemacht, dass das hier auch ordentlich erklärt wird. Ja, und das finde ich jetzt natürlich auch wieder richtig spannend. Ihr könnt ja vorspulen, wenn es euch nicht interessiert. Weil zum Wirkstoff wird zumindest ganz allgemein was gesagt, dass man so eine gewisse Tendenz erkennen kann. Und zwar Duo-Mikroalgenkomplex. Der wird zu 100% nachhaltig aus dem Nordatlantik mithilfe einer modernen, patentierten Technologie gewonnen und ist ein Beispiel für die Kreislaufwirtschaft, Circular Economy, bei der Abfall und Nebenprodukte weitere Verwendung finden. Im Prinzip No Waste, finde ich spitze. Natürlich und nachhaltig enthüllt dieser Wirkstoff die ursprüngliche Strahlkraft reifer Haut und versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit, glättet und verringert die Faltensichtbarkeit. Okay, das ist der Punkt 1. Dann als zweites der Duo-Mikroalgenkomplex. Der wird durch nachhaltige Kultivierung einer ganz speziellen Mikroalge in Photobioreaktoren gewonnen. Diese Mikroalge war ein Schlüsselschritt in der Entwicklung des Lebens auf der Erde. Ihre legendären Abwehr- und Reparaturmechanismen bewirken einen ganz besonderen Anti-Photo-Aging-Effekt. Der ganzheitliche aktive Hautzellschutz und das Repair-Potenzial des Blaualgenextrakts verbessern die Hautstraffheit, reduzieren die Faltentiefe, korrigieren rasch Altersflecken und steigern die Strahlkraft der Haut. Immerhin wird schon ein bisschen beschrieben und das rechne ich Kaloderma tatsächlich ganz hoch an. Das soll jetzt nur mal was ganz kurz hier fürs Video sein. Ich werde mich anschließend noch ein bisschen damit beschäftigen. Sowas finde ich ja immer hochinteressant. Danke, dass ihr den kleinen Ausflug mit mir gegangen seid. Wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Hier rechts oben haben wir ein Schächtelchen von Mikaraa Mineral Sunscreen, Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 30. Ich muss mal nachlesen, was die Empfehlungen heutzutage sind für den Lichtschutzfaktor, weil irgendwie begegnen mir in den Boxen immer 30er Lichtschutzfaktoren. Kleinen Moment. Zum Lichtschutzfaktor habe ich finden können, dass ein Minimum Lichtschutzfaktor von 30 empfohlen wird. Das als Minimum ist derzeit die Empfehlung. Interessant vielleicht noch auf der Webseite skincancer.org. Die Frage nach, ist Sonnencreme 30 oder 50 besser, wird wie folgt beantwortet, nämlich dass Lichtschutzfaktor 30 lässt 3% der UVB-Strahlen auf ihre Haut treffen, Lichtschutzfaktor von 50 etwa 2%, aber den Unterschied macht, dass der Lichtschutzfaktor 30 damit 50% mehr UV-Strahlung auf ihre Haut lässt. Ja, das ist immer eine Frage der Sichtweise. In Ordnung, dann lassen wir den Lichtschutzfaktor 30 gelten. 50 Milliliter auch wieder. Ein mineralischer Sunscreen, der könnte dann weißeln. Es ist kein chemischer. Dieses Weißeln kommt bei den mineralischen Sonnencreme dadurch zustande, dass Zink enthalten ist. Und durch die Reflexion, also die Sonnenstrahlen werden im Prinzip zurückgespiegelt, man dann diese Wirkung, dass man eine weiße Schicht auf der Haut hat. Jedoch die mineralischen Sonnencremes werden in der Regel sehr gut vertragen. 50 Milliliter haben wir hier. Direction Anwendung. Für alle Hauttypen geeignet, mehrmals täglich 2 bis 3 Pumpstöße in die Gesichtshaut einmassieren. Jetzt schauen wir mal, wie viel 2 bis 3 Pumpstöße sind. Geschützt mit einem Plastikkäppchen und das kommt in so einem Pumper. Wo geben wir uns das auf? Auf die Hautcreme, so wie wir es auch in der Routine machen würden. Wir beginnen mit 2 Pumpstößen und schauen mal. 2, 3,
fürs Gesicht. Ich würde das für eine Gesichtshälfte nehmen. Meine Handoberfläche, das ist so ungefähr eine Gesichtshälfte. Ich finde 2 bis 3 als Empfehlung ein bisschen wenig. Dann cremen wir das mal auf die Oberfläche ein. Ja, und man sieht sehr schön, dass man ein weißes Gesicht bekommt. Ich nehme dann nochmal den Arm hinzu, sozusagen als zweite Gesichtshälfte. Da lässt sich das jetzt schon sehr viel besser einarbeiten. Und man hat nur noch einen leichten weißen Effekt. Ihr könnt das hier im Unterschied sehen mit meiner anderen Hand. Ich würde trotz alledem, wenn das dann ein wenig eingezogen ist, noch eine zweite Schicht dazugeben. Dann habt ihr wirklich einen guten Schutz. Ganz kurz einziehen lassen, zweite Schicht drüber und dann habt ihr einen sicheren Sonnenschutz. Und ich finde, das geht noch vom Weißeln her. Aber wenn die Haut dann sonnengebräunter ist im Sommer, dann wirkt man auch nicht mehr so blass. Schön finde ich auch, dass die Haut gepflegt aussieht und nicht so speckig. Und ihr seht, umso länger man es einwirken und einziehen lässt, umso mehr verschwindet der Weißeffekt. Wenn wir nach Empfehlung der Menge gehen, würde man sicherlich nochmal 2 Pumpstöße drauf tun. Auch das probieren wir jetzt, wie die Haut das aufnimmt. Ja, und funktioniert gut, wie ich finde. Ich schnupper noch mal kurz. Das ist tatsächlich beduftet. Ich weiß nicht, was es ist. Irgendeine kräuterige Beduftung hat das. Ganz interessant, gefällt mir aber gut. Ist ein schöner Duft. Sehr viele Limonenzitrate sind hier mit drin, sehe ich gerade. Das muss man natürlich vertragen können. Wir haben aber auch etwas aus Blättern, einen Extrakt. Da könnte der Duft auch herkommen. Aus kontrolliert biologischem Anbau. Finde ich auch sehr gut. Und ich bin eine nachhaltige Braunglasflasche. Auch recycelbar. Ich schaue mal kurz nach dem Preis. Man sieht, sogar die dritte Schicht ist jetzt ganz gut eingezogen. 39 Euro. Das ist natürlich auch für einen Sonnenschutz eine Hausnummer. Es gibt hier 25 Euro Rabatt. Allerdings ab einer Bestellsumme von 100 Euro. Mit 50 Millilitern Sonnencreme kommt man nicht so weit, wenn man es regelmäßig benutzt. Ich rechne immer mit maximal 14 Tagen. Insofern ist das schon eine teure Geschichte. Aber ein interessantes, schönes Produkt. Mir gefällt der Duft tatsächlich. Nachdem das Gesicht jetzt so viel Pflege bekommen hat, von der Maske über Creme, Elixier und dem Sonnenschutz, muss ich doch mal nach dem Motto der Box schauen. Das habe ich ganz vergessen. Hello Beautiful, Edition Nummer 2. Nimm dir etwas Zeit für Entschleunigung und mehr Leichtigkeit. Diese Luxury Box lädt ein, dem hektischen Alltag zu entfliehen und den Frühling in vollen Zügen zu genießen. Unter dem Motto Take it slow wurde diese Box zusammengestellt. Nehmen wir das nächste Produkt. Da haben wir Dr. Barbour Ampullen mit Vitamin C, aufhellend und gegen Falten, 20% Vitamin C, Linoleic Acid und Hyaluronic Acid. 7 Ampullen haben wir da. Das ist auch großzügig. Ich will da mal nach dem Preis schauen. 52,50 Euro. Ja, ich sag ja, die Luxury Box, die hat schon hochpreisige Sachen mit dabei, aber auch schöne Pflegeprodukte. Und ich glaube, über Dr. Barbour freuen wir uns immer. Haben wir noch etwas auf dieser Seite? Nicht, aber auf dieser Seite. Und das sieht dekorativ aus. Jean Darcel. Ein Blusher-Powder in der Farbe Ombre. 6008 steht hier noch geschrieben. Das ist prima, dass nach der ganzen Gesichtspflege auch noch etwas Dekoratives mit dabei ist für uns. Das scheint auch ein Full-Size zu sein. Wie viel Gramm haben wir? 9 Gramm sind enthalten. Jetzt bin ich gespannt, was für eine Farbe der Blush hat. Der Blush verläuft so ein bisschen mit den Farben. Das heißt, man kann ihn sich selber anmischen. Das finde ich ganz, ganz spannend gemacht. Wir haben hier einen Aprikoton und das geht über in ein Rosa. Das probieren wir doch gleich mal aus. Als erstes nehmen wir hier diesen hellen Gelb, schon fast Gelb. Aprikoton. Dann nehmen wir die rosane Seite. Die kommt sehr viel kräftiger raus. Und dann kann man jegliche Mischung zwischen diesen beiden Farben im Prinzip wählen. Und dann entsteht
dieser Farbton. Das ist ein 3-in-1 Blush sozusagen. Man kann sich das so ein bisschen mischen, wie man möchte. Man kann aber auch das Rosa nach unten setzen und diesen fast Terrakotta-Ton, so wirkt er auf der Haut, etwas oben auf. Sehr schönes Produkt, ganz butterig vom Gefühl her. Ich will mal schauen, wie das mit einem Pinsel wirken würde. Dann tragen wir das Ganze doch nochmal mit einem Puderpinsel auf. Ein bisschen pudrig ist es schon. Normalerweise müsste man das wahrscheinlich abklopfen, aber ich möchte hier gerne direkt ein Resultat sehen. Ja, ihr seht zum einen sehr pudrig und zum anderen auch eine schöne Farbabgabe. Das ist gut pigmentiert, das Puder. Gefällt mir gut. Auch ein schöner, frischer Frühlingston, den man sehr schön jetzt tragen kann. Ich gehe nochmal ausschließlich auf die helle Seite. Sehr viel dezenter. Ich hoffe, man kann so einen leichten Schatten da erkennen. Und dann gehen wir nochmal mit dem Rosanen oben drüber. Lässt sich auch wunderbar aufbauen. Das wäre dann der kräftige Rosaton. Schönes Produkt, was hier noch als dekorative Kosmetik mit dabei ist. Gefällt mir gut. In einem solchen schwarzen Packaging von Jean Darcel, der Blusher Powder. Und hier sehen wir nochmal alle Produkte aus der Luxury Box Edition 2 2024 im Überblick. Wie gefallen euch die Produkte? Mein Fazit dazu ist, man hätte die Box auch anders benennen können. Komplette Skincare-Routine. Ich finde das toll. Das macht richtig Spaß. Da ist wirklich alles dabei, was man braucht, von vorne bis hinten, um die Haut zu pflegen. Eine Maske, ein Serum, ein Elixier und die Tagescreme und dann, bevor es nach draußen geht, ein Sonnenschutz. Darüber hinaus, wenn man sich ein bisschen Frische ins Gesicht geben möchte, dieser Blusher Powder mit dem Farbverlauf, dass man sich je nach Stimmung oder Outfit den Blush selber zusammenmischen kann. Eine schöne Idee. Auch dieses Quartal hat mich die Luxury Box nicht enttäuscht. Ich finde die Produkte klasse, sie gefallen mir sehr gut, die gehen alle in Anwendung. Kleiner Kritikpunkt ist vielleicht, dass die Zielgruppe dieser Box doch eher Frauen über 50 sind. Das heißt, eine junge Frau würde sicherlich eine anders gestaltete Pflege brauchen. Schaden kann es nicht, aber man sieht schon deutlich, dass die Produkte für die reife Haut sind. Das wäre aber mein einziger Kritikpunkt. Das war ein großer Spaß, diese Box hier wieder auszupacken. Euch ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, für eure Zeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit hier noch 2 Videovorschläge, wenn ihr gerne weiterschauen wollt. Bis bald, passt gut auf euch auf.